Moment! Nimm noch die Maske auf. So, mal sehen. Ach, Solms, ich hätte Sie nicht erkannt. Na, Fricke, wir haben uns so lange nicht gesehen. Stimmt, stimmt. Ich habe gedacht, ich komme mal und bringe was zu essen mit. Ich werde nur vernünftig. Noch mit 7% Mehrwertsteuer belastet. Wunderbar. Ist sparsam, sparsam. Ja, immer. Getränke werden weiterhin mit 19% besteuert. Deswegen habe ich gedacht, die können Sie dazu liefern. Ich habe ja welche da. Kommen Sie rein. Das war wirklich ein leckeres Mittagessen, sonst gute Idee. War gut, ne? Ja, ne, hat mich sehr gefreut. War aber wieder notwendig. Ja, 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 muss ich ja irgendwo, ne? Ja. Solms, ich habe jetzt zwar hier ein Wasser, aber Sie haben noch gar nichts. Eine Cola, ein Wasser, ein Kaffee. Kaffee wäre schön, ja. Okay, ich mache Ihnen welchen. Ja, danke. Ach Solms, wie hätten Sie denn den Kaffee mit Zucker? Wahrscheinlich nicht, ein Süßer sind Sie ja nicht. Milch? Gerne einen Schuss Milch, ja. 75%, also so richtig so Cappuccino, Latte Macchiato so in die Richtung, nein, oder? Nein, einfach einen Schuss Milch. Na gut, okay. Mitnehmen oder hier trinken? Ja, hier trinken selbstverständlich, dazu bin ich doch gekommen. Ja, yep, okay, kleinen Moment. So, Kaffee mit einem Schuss Milch zum hier trinken. Vielen Dank. Sagen Sie mal, Fricke, was sollen diese vielen Fragen von wegen wie viel Milch und... Ja. Hier oder dort zu trinken. Was soll das? Sonst tut mir leid, dass ich da kann ich als Haushälter die Zahl im Kopf kann ich raus. Das ist eben, Sie wissen doch, Kaffee im Supermarkt kaufen sind 7% Mehrwertsteuer drauf, kann man auf der Rechnung sehen. Aber wenn Sie das jetzt nun in einem Café sich holen, dann kommt ja die Frage immer, wie viel Milch ist dabei, denn danach richtet sich das, ob das 19 oder 7 ist. Und zum Beispiel, dann kommt die Frage to go und dann haben Sie wieder die Frage Kaffee to go 19, Cappuccino to go, je nach Milchanteil sind wir wieder auf 7. Das kriege ich nicht raus, das geht nicht anders. Das ist also ein wirkliches Durcheinander, was die Mehrwertsteuer anbetrifft. Naja, da gilt eben auch wieder, diese Steuern sind weder niedrig, noch einfach, noch gerecht. Ja. Ja. Genau. Ja, ist ein bisschen kompliziert, gebe ich zu, aber alles doch beherrschbar. Na gut, wenn Sie glauben, Sie wüssten das so gut, dann will ich Sie mal befragen. Oh. Ich habe nämlich mir ein paar Fragen vorbereitet. Nehmen wir mal Tiernahrung und Babynahrung. Wie würden Sie das? Ja, also Babynahrung ist klar, ich meine, ich frage mich jetzt, warum Sie Babynahrung dabei haben, aber Babynahrung ist klar, 7 ist ein Grundnahrungsmittel, ist doch klar. Und Tiernahrung? Ja, Tiernahrung würde ich jetzt an der Stelle sagen, ist logischerweise 19. Das ist ja dann schon irgendwo ein bisschen, ne, Luxus. Ja, schon daneben. Ist genau umgekehrt. Babynahrung wird mit 19% besteuert, Tiernahrung mit 7%. Nächste Meine Frage. Meine Aquariumfische kriegen... das ist ja interessant. Nächste Frage. Ja, gut. Sie sind doch großer Lakritze-Esser. Ja, ja, das sind Süßigkeiten. Man könnte zwar sagen, das ist Grundnahrungsmittel für mich, aber faktisch 19%. Das weiß ich. Sehen Sie? Ja, ja, klar. Sehen Sie? 7%. Och. Dann kommen wir zu Wasser. Das heißt, ich kann mir... da kann ich mehr Lakritz essen. Ja, Wasser. Ja. Mineralwasser, ja, gut, aber ist doch klar. Und Leitungswasser. Ja, das ist ja logisch. Grundnahrungsmittel 7, klar. Logisch braucht jeder. Auch wieder falsch. Leitungswasser mit 7%, Mineralwasser mit 19% besteuert. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt demnächst ins Restaurant gehen und die Bundesregierung diese Überlegung macht, dass das Essen nur noch 7 kostet? Kostet Mineralwasser 19%. Ja. So, dann Pferde. Wie werden Pferde besteuert im Gegensatz zu Maultieren und Mauleseln? Ja, das wird doch alles gleich sein. Ich meine, Pferde wahrscheinlich noch wegen der Tradition irgendwie alle 7% und Esel 7%. Aber Sie werden mir jetzt wahrscheinlich wieder erklären, dass da wieder Unterschiede gibt. Ne? Ja, leider. Pferde mit 19%, Maulesel und Maultiere mit 7%. Übrigens, wissen Sie den Unterschied zwischen Maultieren und Mauleseln? Nein, aber den werden Sie mir jetzt wahrscheinlich wieder sagen. Ja. Bei Maultieren ist der Vater ein Esel und bei Maulesel ist der Vater ein Pferd. Ich hätte jetzt Assoziationen, aber ich sag lieber. Das müsste man wissen. Ne? Ja. So, nächste Frage. Trüffelöl und Trüffel eingelegt in Essig. Eindeutiger Luxus, 19. In Essig eingelegt 19% und Trüffelöl 7%.
Warum das so ist, weiß kein Mensch. Aber jetzt kommt die wirkliche Paris-Frage, also die entscheidenden Fragen, stelle ich Ihnen jetzt. Ja, nämlich Eier. Oh Gott. Sagen Sie mir nicht, da gibt es Unterschiede. Die Eier sind alle gleich, wie Sie sehen. So, stopp. Ich sag schon mal, ich habe keine Ahnung, aber Sie erklären es mir jetzt bestimmt. Nein, das müssten Sie wissen. Nein, Sie kaufen doch Sie auch haben Eier mich ein. Ja schon fast. Aber jetzt. Also nehmen wir mal das Ei aus dem Supermarkt. Ja. Steht drauf? 7. Oh, 7%. Ich habe mal was gewusst. Gut. Ja, super. So. Und dann nehmen wir das Ei vom Bauern. Ja, auch 7. Ist ja klar, kann ja nicht. Das Ei vom Bauern? 10,7%. Was? Können Sie mir das erklären, warum Nein. das ist? Na, aber Sie warum können werden doch die Bauern höher besteuert als die anderen Eiererzeuger? Keine Ahnung. Ei vom Kleinunternehmer. Ja? Was kostet das? 0%. Okay, gut. Das kann ich noch in der Kleinunternehmerregelung kann ich ja noch so ein bisschen verstehen. Das ist ja wie bei den kleinen Handwerkern. Und Ei im Restaurant? Ja, 7%. Oh, immerhin, das habe ich gecheckt. Also 4 verschiedene. Und Schokoladeneier? 7%. Okay. Und Deko-Eier aus Holz. Und wenn Lakritz drin ist, trotzdem 7. Ja. Okay. Und Deko-Eier aus Holz oder Kunststoff? 19 dann, oder? 19%. Ja, endlich. Ja, das geht doch. Aber was sagen Sie jetzt zu diesem Chaos bei der Mehrwertsteuer? Okay, ich gebe zu, ich nehme es zurück. Ich verneige mich vor Weisheit und vielem anderen mehr. Aber ist ja schön. Ist keine Weisheit, es ist Chaos. Es ist Verwirrung. Ja, aber was machen wir? Wir wollen seit den Anfang 2000er Jahren diese Sachen vereinfachen. Alles ein Steuersatz. Ja, und woran scheitert es? Ja, jeweils am Koalitionspartner. 2009 in den Koalitionsverhandlungen wollten wir das regeln. CDU hat es abgelehnt. Naja. Haben wir das Chaos noch heute. Naja. Und jetzt hat man das geändert beim Innenhaus- und Außerhausverkehr von Nahrungsmitteln. Ja. Aber bei Getränken hat man es wieder belassen. Und wenn die Grünen dazukommen, kriegen wir wahrscheinlich noch eine ökologische Mehrwertsteuer? Ja, dann gibt es das Öko-Ei. Mm. Da kriegt man dann Steuer zurück. Ah, okay. Naja, also gut, Solms überzeugt. Ich nehme es zurück. Keine Beherrschung. Aber geben Sie mir mal die Lakritz rüber. Ja, das kriegen Sie, wenn Sie mir versprechen, dass Sie diese Vereinfachung fortsetzen. Naja, wenn Sie mich schon mit den Schwarzen bestechen. Ah, oh, Mann. Solms, wir müssen los. Ja, gut, dann nehme ich meinen Kaffee mit. Auf gar keinen Fall, Solms. Coffee to go, anderer Mehrwertsteuersatz. Ich habe keine Lust auf ein Steuerverfahren. Austrinken. Hallo, Solms. Na, Fricke schon wieder. Shoppen gewesen? Was haben Sie denn? Ich habe fürs Abendessen eingekauft. Süßkartoffeln. Mmh. Pommes mit Süßkartoffeln. Und? 7%. Nee. Süßkartoffeln 19. 19. Ja, ist Luxus. Und was haben Sie? Gucken Sie mal. Topinambur, oh, Nobel. Nee. 7%. Ah,